Gut, wir haben jetzt hier eine ganz andere Baustelle, kommen wieder weg von dem mehr ganz, ganz klassisch anwendungsorientierten in die Informatik zurück. Und es geht jetzt hier um Augmented Reality. Und Philipp Geiger stellt vor, wie er eine Augmented Reality App fürs iPhone realisiert hat, die dann auch noch energiesparend ist. Bitte. So, hallo zusammen, mein Name ist Philipp Geiger und ich möchte euch heute mein Projekt Area präsentieren. Area steht für Augmented Reality Engine Application und ist im Zuge meiner Bachelorarbeit am Institut für Datenbanken und Informationssysteme entstanden. Area basiert auf iOS, ist somit fürs iPhone verfügbar und ist jetzt dafür zuständig, Interessenspunkte aus der Umgebung des Benutzers realitätsgetreu zu dessen Position und Kamerawinkel auf dem Display einzublenden. Um euch das jetzt nochmal ein bisschen genauer darzustellen, damit ihr auch gleich mal seht, was Area ist und was Area kann, möchte ich euch erstmal ein kleines Video präsentieren. Also man sieht jetzt hier, wie der Benutzer Richtung Rathaus blickt und er bekommt eben korrespondierend dazu einen Punkt im Display eingeblendet, nämlich Rathaus Ulm. Dahinter befindet sich noch die Stadtbibliothek, auch dafür bekommt er einen Punkt angezeigt. Wenn er sich jetzt seinen Winkel ändert, zum Beispiel Richtung Stadthaus, wird ihm der Punkt Stadthaus angezeigt und er kann auch höher gucken, um zum Beispiel das Ulmer Münster eingeblendet zu bekommen. Das Ganze jetzt nochmal von vorne, vorm Ulmer Münster. Benutzer guckt eben hoch Richtung Ulmer Münster, bekommt eben hier den Punkt eingeblendet. Und wie man sieht, ist er eben auch realitätsgetreu an der richtigen Position eingezeichnet. Hat also eine bestimmte Höhe und eine bestimmte Richtung, wo der Punkt liegt. Area unterstützt sowohl Porträt- als auch Landscape-Modus und alle Orientierungen dazwischen, wie wir gleich sehen werden. Das heißt, egal in welcher Rotation wir uns befinden, der Punkt wird immer eben realitätsgetreu und richtig angezeigt. Er rotiert sich eben gegen die Rotation vom iPhone, damit eben auch die Schrift immer horizontal dasteht und leicht lesbar ist. So, jetzt wechseln wir die Position zum Campus. Da ist jetzt nochmal schön ersichtlich, dass eben auch Höhenunterschiede beachtet werden. Zum Beispiel der H22 unten links liegt niedriger als das Debis oder die Mensa Ulm unten rechts. Weiter können die Punkte auf Touch-Interaktion reagieren und gegebenenfalls weitere Informationen zu diesem Punkt einblenden, wie man hier sieht. Das Ganze nochmal von der anderen Seite, da hinten befindet sich also die Mensa. Das bin ich. Da oben liegt Debis und auf der rechten Seite liegt der H22, da hätten wir also hin müssen, wenn wir am Streiflicht teilnehmen wollten. Okay. Dann möchte ich nochmal auf den funktionalen Umfang im Detail eingehen. Erstmal muss man sagen, dass Area eine Location-Based Augmented Reality Engine ist. Das bedeutet, Area basiert vollständig auf Geodaten wie GPS-Koordinaten und Kompassdaten. Wie gerade gesehen und schon gesagt, zeigt Area jetzt Points of Interest, Interessenspunkte, in Abhängigkeit von Kurs, Höhe und Entfernung auf dem Display an. Hierbei werden jetzt aber nur die Punkte angezeigt, die sich innerhalb des Sichtfelds der Kamera befinden und in einem einstellbaren Radius, der Radius kann vom Benutzer eingestellt werden, liegen. Also Punkte hinter diesem Radius, die weiter entfernt sind und außerhalb des Sichtfelds werden im Display nicht eingeblendet. Weiter, wie wir gesehen haben, können diese POIs auf Touch-Interaktion reagieren und gegebenenfalls, wie hier gezeigt, weitere Informationen zu diesem Punkt einblenden. Für den funktionalen Umfang sind jetzt einige Berechnungen notwendig und es müssen Sensoren ausgelesen werden. Zum einen benötigt man erstmal die Distanz zwischen dem Benutzer und dem Point of Interest. Das Ganze geschieht durch die GPS-Koordinaten beider Punkte. Ebenfalls durch die GPS-Koordinaten wird der horizontale Kurs berechnet. Das heißt, wir müssen herausfinden, von der momentanen Position des Benutzers aus, in welcher Himmelsrichtung liegt eigentlich dieser Point of Interest, also Norden, Süden, Westen oder irgendwo dazwischen. Da Area auch Höhenunterschiede
beachtet. Das heißt, Punkte, die tiefer liegen, werden weiter unten gezeichnet und Punkte, die höher liegen, weiter oben. Benötigen wir noch einen Höhenwinkel. Der Höhenwinkel lässt sich eben berechnen aus der momentanen Höhe des Benutzers, der Höhe des Points of Interest und der Entfernung zu diesem Punkt. Um später entscheiden zu können, ob ein Punkt in diesem Sichtfeld ist, da wir ja nur Punkte anzeigen, die sich momentan im Sichtfeld befinden, benötigen wir erstmal den Blickwinkel der Kamera, das heißt einen horizontalen und einen vertikalen Winkel von der Kamera. Das Ganze lässt sich durch die Größe des Bildsensors und der Brennweite der Linse berechnen. So, und um jetzt eben bestimmen zu können, ob sich ein Punkt im Sichtfeld befindet und an welcher X- und Y-Koordinate der gezeichnet werden muss, benötigt man die Ausrichtung des iPhones. Das heißt, wir benötigen die momentane Position, die Höhe, in welche Himmelsrichtung wir blicken, ob das iPhone mehr nach oben oder nach unten schaut und die momentane Schräglage des iPhones. Das Ganze geschieht anhand mehrerer Sensoren. Erstmal der GPS-Sensor. Der wird benötigt, um die GPS-Daten wie Position und Höhe herauszufinden und um die Kompassdaten abzufragen, also um herauszufinden, in welche Himmelsrichtung wir blicken. Der Beschleunigungssensor wird benötigt, um zu schauen, ob wir nach oben oder nach unten gucken, um eben entweder Punkte einzublenden, die über uns liegen, oder Punkte einzublenden, die unter uns liegen. Weiter sind die Daten des Beschleunigungssensors relativ wichtig, weil wir die Schräglage des iPhones benötigen. Da je nach Schräglage vom iPhone bekommen wir einen anderen Blickwinkel der Kamera raus. Das lässt sich ganz einfach erklären am Portrait- und Landscape-Modus, also Portrait-Hochformat. Wenn wir uns in dem Modus befinden, haben wir einen viel kleineren horizontalen Blickwinkel, als wenn wir uns im Landscape-Modus befinden, also im Breitbild. Noch komplexer wird das Ganze, wenn wir eben in einer Schräglage wie 45 Grad sind. Hier müssen wir dann eine bestimmte Berechnung durchführen, um eben den neuen aktuellen Blickwinkel zu berechnen und dementsprechend Punkte hinzuzufügen oder zu entfernen. Okay, Area hat weiterhin einen nicht funktionalen Umfang. Es werden Berechnungen effizient implementiert, der Redraw-Prozess wird effizient implementiert und die Sensoren werden erstmal korrekt und effizient abgefragt. Das Ganze hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass das iPhone ein mobiles Gerät ist. Das bedeutet, es ist basiert auf einer Akkulaufzeit. Und deswegen wollen wir die CPU-Auslastung so gering wie möglich halten, um eben die Akkulaufzeit so lange wie möglich erhalten zu lassen. Der nächste Punkt, wieso das Ganze so effizient implementiert werden muss, ist, dass das Ganze in Echtzeit aktualisiert werden soll. Das heißt, jede kleinste Bewegung des iPhones soll umgehend herausgefunden, berechnet und ein Redraw-Prozess angestoßen werden, damit das Ganze eben bei möglichen Bewegungen eben in Echtzeit angezeigt wird, ohne irgendwelche Verzögerungen, Ruckler oder Nachschlieren. Okay. Weiter hat Area einen modularen Aufbau. Das ist deswegen wichtig, um Area eben um funktionelle Funktionen zu erweitern. Und es ist möglich, dadurch Area in bereits existierende Applikationen einzubinden. Jetzt möchte ich nochmal auf die einzelnen GUI-Elemente von Area eingehen, die wir gerade auch schon im Video gesehen haben. Der Ausgangspunkt ist diese Kartenansicht. Hier werden die Interessenspunkte durch rote Pins dargestellt. Das eigentlich Wichtige ist die Augmented Reality oder Kameraansicht. Besteht im Wesentlichen aus drei GUI-Elementen. Einmal dem Radar oben links, dem Slider und den eigentlichen Points of Interest durch blaue Punkte dargestellt. Der Radar wird jetzt benötigt, um dem Benutzer darzustellen, wo um ihn herum liegen eigentlich Points of Interest, wie müsste ich mich orientieren und drehen, um Points of Interest im Display angezeigt zu bekommen. Mit dem Slider kann der Nutzer den Radius einstellen, bis zu welcher Distanz er POIs überhaupt angezeigt bekommen möchte. Und die blauen Punkte, wie gesagt, sind die Points of Interest und wie man hier sieht, werden die eben wirklich realitätsgetreu an einer bestimmten Höhe, an einem bestimmten Kurs gezeichnet. Die können dann eben noch auf Touch-Interaktion reagieren und gegebenenfalls, wie hier gezeigt, eine kleine Infobox mit weiterführenden Informationen einblenden. Das Ziel von Area bzw. Augmented Reality war es in dem Fall, da das Ganze am Debis entstanden ist, das später mit Prozessen zu verbinden. Das heißt, diese Points of Interest könnten dann anders als hier im Beispiel keine Gebäude oder Sehenswürdigkeiten sein, sondern eben Prozesse, mit denen der Benutzer interagieren kann, sprich einen Prozess anstoßen oder in eine momentane Prozessausführung Einblick erhalten. Weiterführende Arbeiten werden sich mit der Portierung auf Android beschäftigen, sodass Area sowohl auf iOS als auch auf Area zur Verfügung steht.
und mit Marker-Based und Markerless Augmented Reality. Das heißt genereller Markererkennung und Objekterkennung, sodass das Ganze irgendwann ohne GPS-Koordinaten funktioniert. Hinzufügen kann man noch, dass Area auch wirklich draußen in der realen Welt verwendet wird, zumindest wahrscheinlich in 2 Wochen. In Zusammenarbeit mit CM City Media haben wir für die Stadt Ditzingen, das liegt bei Stuttgart, einen Stadtführer entwickelt, der diese Points of Interest, in dem Fall sind es öffentliche Gebäude, Veranstaltungsorte etc., eben neben einer Listen- und Kartenansicht in der Augmented Reality-Ansicht anzeigt, sodass der Tourist oder genereller Nutzer eine weitere Art hat, sich in Ditzingen umzusehen und Ditzingen zu erkunden. Danke und irgendwelche Fragen? Ja, bitte. Muss noch mal anfangen. Also ich habe mal den, ich sag mal, Marktführer evaluiert, Wikitude, sagt dem einen oder anderen vielleicht was. Der hat eine Prozessorauslastung von ungefähr 30, 40, wenn viele Punkte angezeigt werden, bis zu 60%. Entschuldigung. Achso, ich sollte die Frage wiederholen. Habe ich evaluiert, ob Area wirklich prozessorschonend ist im Gegensatz zu bereits existierenden Engines. Ja, das habe ich. das Ergebnis ist, dass Area zwischen 20, was relativ niedrig ist, und maximal 40% Prozessorauslastung benötigt, also generell effizienter ist als zum Beispiel Wikitude, der Marktführer. Ja, bitte. Ob das Hauptziel war, nur am Akkusparen zu implementieren. Area unterscheidet sich A in dem Fall von anderen Engines, dass ich auch Höhenunterschiede einblenden kann. Das heißt, dass ich Punkte über mir und unter mir, je nachdem in welcher Orientierung mein iPhone liegt, anzeigen oder nicht anzeigen kann. Weiter ist natürlich ein wichtiger Nebeneffekt, dass das Ganze prozessorsparend ist, damit der Akku eben nicht nach 5 Minuten Augmented Reality Spielerei leer ist. Ja. Ob das Kamerabild nur ein einfacher Hintergrund ist, es wird ja nicht verwendet. Augmented Reality bedeutet ja erweiterte Realität. Das heißt, wir nehmen ein Bild von der Realität auf mit unserer iPhone-Kamera und füttern das dann mit weiterführenden Informationen. Es ist natürlich jetzt einfacher für den Benutzer zu erkennen, wenn er zum Beispiel sein iPhone Richtung Münster hält, dass das wirklich das Münster ist, wenn davor der Point of Interest eingeblendet wird. Das funktioniert natürlich auch mit schwarzem Hintergrund, aber es ist natürlich informativer. Ja? Ob ich die Points of Interest selber eingefügt habe? Also die man jetzt im Video gesehen hat, die habe ich selber eingefügt. Beispielpunkte wie das Olmer Münster, das Rathaus und die Stadtbibliothek. In Ditzingen haben wir jetzt eine Datenbank zur Verfügung bekommen, wo die Punkte drinstehen. Es ist natürlich auch kein Problem, jetzt zum Beispiel eine Wikipedia-API oder die Google-API abzufragen und dann eben übers Internet die Punkte herauszufinden. Ja? Also bei meinem Benchmark, wie viele Punkte ich da eingelesen habe und ob das vergleichbar war mit anderen Engines, wie viele Punkte die anzeigen. Ja, Wikitude, ich nehme wieder den Marktführer, weil mit dem habe ich mich am meisten beschäftigt, der zeigt maximal 40 bis 60 Punkte an. Mehr kann der erstmal gar nicht anzeigen. Die harte Schranke kann man bei mir auch einstellen. Es werden aber bis zu 80 Punkte ruckelfrei mal angezeigt. Weiter habe ich es dann noch nicht mehr getestet, weil irgendwann ist der Display voll, da bringt es dann auch nichts mehr, weitere Punkte hinzuzufügen.
Connections. Okay. Ja, ganz oben noch. Ich hab den Anfang leider nicht verstanden. Schluss schon. Was muss man beachten, um das ganze Ding während einer Achterbahnfahrt verwenden oder erweitern zu können? Das kommt ganz darauf an, wie gut der GPS-Sensor und die ganzen anderen Sensoren im iPhone sind. Der GPS-Sensor im iPhone zum Beispiel ist lang nicht so gut wie ein einzeln erhältlicher GPS-Sensor. Der hat also schon seine Schwankungen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich anders machen würde oder was ich machen würde. Es müsste theoretisch gehen, wenn die Sensoren mitmachen. Das müsste man testen. Kannst du ja in deinem Projekt dann machen. Okay, danke schön. Okay, gibt glaube ich keine weiteren Fragen.